bilden. Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Soeben habe ich das Areal von der Landwirtschaftlichen Schule von Waschnöf durchquert. In der Nähe von Freiburg, im Kanton Freiburg. Ich habe heute eine sehr schöne Wanderung geplant. Und zwar möchte ich von hier, wo ich jetzt gestartet bin, der Saane entlang aufwandern bis nach Freiburg und dort dann wieder auf den Zug und nach Hause fahren. Ich habe heute Morgen sehr, sehr schönes Wetter, ganz blauer Himmel, für ja im Februar viel zu warm. So, jetzt beginne ich hier den Abstieg Richtung Saane. Hier befinde ich mich oberhalb vom Abaye Hauterif. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sein Kloster. Es hat da im Kanton Freiburg sehr viele so Klosteranlagen. Ganz bekannt für seine Kloster. Auf der heutigen Tour habe ich zum Beispiel drei Kloster, wo ich vorbeikomme. Es ist ein ganz, ganz schönes Kloster, sehr große Anlage. Ich bin ja überrascht, dass da unten so ein großes Kloster ist. So, jetzt mache ich da einen kleinen Bogen um die Klosteranlage herum und werde jetzt an die Saane gehen. Es sind noch ein paar Rinder. So. Fast eine Festungsanlage da. So, hier habe ich den Saanengrund erreicht. Ganz ein schönes historisches Haus da vorne. Jetzt werde ich da die Saane überqueren. Da in dieser Gegend hat es sehr, sehr viele Sandsteinfelsen. Es ist wirklich sehr eingeschnitten da,
die Sahne. Da fließt sie Richtung Aare. Vorne sehen wir wieder das Kloster, wo ich vorher drin war. Also in der Kirche. Wirklich ganz, ganz schöne Gegend da. Sehr toll zum Wandern. Und wie gesagt, auch sehr angenehme Temperaturen. Wenn es ja so weitergeht, gibt es heute sicher wieder so, schätze mal, zwischen 10 und 15 Grad. Und das im Februar. Oh, da muss man ein wenig aufpassen. Noch ein bisschen eisig. Einfach toll hier. Es ist so schön, diesen Biecht hier in den Sträuchern, das Glitzern vom Schnee. So schön. Und da hinten nochmal die riesige Anlage vom Kloster. Ganz verrückt, hier diese riesige Felswand. Da musste der Fluss x tausend Jahre daran arbeiten. Bis er hier dieses Tal geschaffen hat. Ganz verrückt, diese Wand da. Weiter oben, ja, von der Saale, ist ja der Greyerzer Stausee. In dem bin ich vor, ja, was war das, 2 Monaten etwa, entlang marschiert, Wanderung gemacht. Ist auch ganz, ja, wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend zum Wandern. Und auch hier, diese Strecke gefällt mir bis jetzt sehr gut. Hier durch dieses Tal. Was ich einfach weiß, dass ich heute sehr viel rauf und runter muss. Aber das macht nichts, ich bin trainiert. Und ja, bei jedem Aufstieg habe ich dann auch wieder einen schönen Ausblick hier über das Freiburger Land und sicher dann auch auf die Stadt Freiburg. So, hier sehen wir das Schloss von der Rückseite. Mit der hohen Mauer um das Schloss herum. Und oben auf dem Hügel ist noch ein Teil von der Anlage von der Landwirtschaftsschule zu sehen. Und da vorne, oh wie schön, endlich wieder die Sonne. Weil da ist es jetzt wirklich gerade einen Moment, ja, noch sehr kühl gewesen. Und da hier wieder die Sahne.
da einen ganz schönen Weg. Momentan noch ein bisschen im Schatten, und das macht nichts. Da ganz schön. Laub im Boden, die Vögel. Es ist sehr angenehm da. Wirklich, ja, wieder in der Natur. Das ist eine Brücke. Sehr oft stehen da diese Tafeln am Flussrand. Das heißt, dass man da nicht hochsteigen darf. In den Fluss steigen. Oder ja, es ist einfach eine gewisse Gefahr da, weil der Fluss könnte schnell ansteigen, wenn oben irgendwo Mauer geöffnet wird. So, da bin ich beim ersten Kraftwerk angelangt. Ein ziemlich großes. Bin mir nicht ganz sicher, aber so viel ich weiß, ist das Wasser vom Greierzesee, das da hier zu Strom gemacht wird. Auf jeden Fall eine große Anlage da. Und es muss fast vom Greierzesee sein, weil dazwischen kenne ich jetzt kein Kraftwerk mehr. Ja, es ist so. Da vorne ist die Tafel mit der Beschreibung. Das ist die Zentrale der Haute Rive. Eine ziemlich lange Stollen da am Greierzesee. Eingeweiht schon 1902. Ja, ist doch eine große Anlage. Die Länge vom Stollen alleine 6 Kilometer und hat einen Durchmesser von 5 Metern. So, da vorne komme ich über eine große Brücke, Fußgängerbrücke, und da muss auch noch ein großer Teil vom Wasser von der Saane rauskommen, weil von hier an ist dann der Fluss wirklich viel, viel breiter, führt viel, viel mehr Wasser, und da muss also noch ein zweiter Stollen sein. Gehen jetzt einmal rüber. Das ist auch noch irgendwie eine Druckleitung. Da sehe ich zwar nichts, dass auch irgendwas rauskäme von irgendwo, einem Loch, aber vielleicht ist er da noch ziemlich hinten, der Ausgang. Mal ein Blick zurück zum Kraftwerk.
Dort oben ist die Verbrennungsanlage zu sehen. Ja, da führte doch ziemlich viel Wasser. Da ein sehr schöner Wanderweg. Großer Teil der Saan entlang. Wirklich ganz toll da. Das Rauschen, das ist so was Beruhigendes. Ich habe das ganz gerne. Da hat der Fluss ziemlich viel Zug drauf. Es ist ja ganz toll da. Was sehr schade ist, auf der gegenüberliegenden Seite der Saane gibt hier eine stillgelegte Deponie. Auch ziemlich viel zu reden. Gerade letzte Woche habe ich einen Bericht gehört, dass diese Deponie jetzt dann auch saniert werden soll. Aber wann genau, dass das anfängt, ja, da kann ich noch nichts darüber sagen. Ist hier gerade schön gegenüber. Ein bisschen weiter oben ist noch eine Deponie, die in Betrieb ist, und die große Verbrennungsanlage. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da drüben diese Absperrung. Das ist alles von der Deponie. Und noch ein bisschen näher. Ist alles aufgefüllt. Da bin ich jetzt schön am Fluss an. Da wird er wahrscheinlich auch schon fast wieder ein bisschen zurückgestaut. Weil da ein bisschen weiter unten ist schon wieder das nächste Kraftwerk. Wobei, ich habe jetzt so das Gefühl, dass das Wasser nicht bis hierher gestaut wird, weil er hat doch ziemlich noch Zug drauf hier. Die schönen Sandsteinformationen da. Ich bin dann gespannt, wie es diesen Frühling aussieht, weil wir haben doch in den Bergen überdurchschnittlich sehr viel Schnee, und wenn dann die Schneeschmelze einsetzt, ja, könnte hier der Wasserspiegel auch noch ziemlich ansteigen, und da bin ich nicht so sicher, ob man trockenen Fußes da durchkommt. So, hier bin ich jetzt ein bisschen wieder aus dem Wald rausgekommen. Ist da die Gegend, diesem Sannetal unten da. Ist auch ein bisschen flacher. Mal, ist da ganz wirklich schön. Wobei, ich möchte nicht unbedingt hier unten sein, weil da ist doch sicher auch oft Schatten. Und ja. Aber jetzt, schöner Bauernbetrieb da drüben. So, hier verlasse ich jetzt die Saane und
werde an einem anderen Seitenbach noch ein wenig entlang wandern und dann geht es hoch auf das erste Plateau. Da ist ein bisschen noch Sumpfgebiet. Also der Weg doch auch ein bisschen schmutzig. Ich bin doch froh, dass da doch noch ein wenig gefroren ist. Hier haben wir auch irgendwie noch ein Gebäude, das einen Zusammenhang hat mit dem Kraftwerk. GoPro. Da kann ich jetzt nicht auswendig sagen, was das für ein Bach ist. Ich werde das aber noch nachschauen. Da vorne fließt er dann in die Saane rein. Die Saane macht jetzt einen großen Bogen. Und ich auch. Auch dieser Bach da, der muss ab und zu mit sehr hohem Wasser kommen. Das Gefühl, uns da in den Bergen ja, ein Gewitter gibt oder auch jetzt dann im Frühling, wenn die Schneeschmelze stattfindet, hat er sicher sehr hohes Wasser. Soeben bin ich in Makli angelangt. Das ist, glaube ich, die zweitgrößte Gemeinde im Kanton Freiburg. Da ganz schön die Alpen. Auf dieser Seite sind die Häuser. Das ist noch ein Außenquartier von Makli. Ist doch heute eine große Ortschaft geworden. So, da sehen wir jetzt über die Saane. Es ist da tief im Loch unten. Und dann hier diese Ebene bis zu den Bergen. Sehr schöne Aussicht da. Ganz schön da oben. Da drüben muss noch ein Skigebiet sein, vermute ich. Diese Schneise. Das ist ganz eine tolle Gegend da. Drüben doch eine ziemlich große Ortschaft. Ich glaube, das ist schon der Anfang von Freiburg. Bin zwar nicht ganz sicher, aber so wie es aussieht, ja, ist es das schon. Oh, dort oben ist noch ein schlossähnliches Gebäude. Toll. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da das Schloss. Jetzt sollte man es sehen da. Das ist von Freiburg. So, jetzt habe ich die große Straße verlassen. Und gehe jetzt wieder runter zur Saane. Hier fängt übrigens jetzt dann auch die große Brücke an.
wo die Straße Richtung Freiburg rübergeht. Muss eine riesige Straße sein, da, und auch eine ganz große Brücke. Jetzt kommt sie zum Vorschein da. Ich hoffe, dass man sie dann noch von der anderen Seite besser sieht. Das ist wirklich ein Monstrum. Hier sieht man noch zu diesem Schloss rüber. Unten die Sahne, wo da hier doch schon ein wenig gestaut ist. Und da habe ich noch was ganz Interessantes gefunden. Eine Kletterwand integriert in den Stützpfeiler von der Brücke. Ganz gute Idee. Eine ganz große Brücke. Wie hoch das die ist, keine Ahnung. Ich gehe jetzt da wirklich schon ins Tal runter. Wieder an die Sahne. Da auch sehr viel Morschesholz im Wald. Ein Naturschutzgebiet, wo ich mich hier befinde. So. Das ist so schön. Bonjour. Unten sieht man jetzt, dass es sehr gestaut ist. So, da vorne, diese Brücke. Na, unten muss ich jetzt. Ist das nicht wunderbar da? Der See, das gestaut. Natur pur. Und trotzdem bin ich da in der Nähe von der Stadt. Wirklich was Tolles da. Da hier habe ich ganz einen tollen Wanderweg. Eigentlich schon die ganze Strecke. Das Problem ist heute nur, dass zum Teil noch ziemlich viel Eis vorhanden ist. Und man doch ja, noch aufpassen muss, dass man nicht ausrutscht. Aber hier ist es jetzt wieder ganz schön. Bisschen morastig, wie man hier sieht, aber da ist es jetzt noch gefroren. Aber ich kann mir so vorstellen, später am Nachmittag, wenn die Sonne den ganzen Tag gescheint hat, ja, könnte es dann zum Teil schon noch morastig werden. Da hört man jetzt wieder nichts mehr, dass ich neben einem Fluss bin. Was ist ganz still da? Das ist, weil halt hier der Bach gestaut ist. Da wieder ganz romantisch. Auf der linken Seite bin ich an einer Grube und da rechts ist die
die Sahne gestaut. Stauwehr kommen wir dann auch noch vorbei. Ein bisschen weiter unten. Auf der Gegenseite sieht man, dass doch noch wenig Sonne ist. Es ist voll Eis zum Teil, die Felswand. Und da hier vorne nochmal einen Blick auf die Brücke. Da hat es wieder eine große Flut. Sieht ihr, wo die Sahne einen riesigen Bogen macht, da im Tal unten. Die macht da sehr oft solche Sprünge, als ob das so Wogen sind. Das ist ganz ein interessanter Fluss. Da vorne auch noch alles voll Eis. Ist hier sicher auch lange kalt. Unten. Man sieht es ja auch am Weg. Ist alles noch gefroren, noch voll Schnee. Da braucht es wahrscheinlich ein bisschen länger, bis das Eis alles weggefroren ist und der Schnee weg ist. Riesige Felswände da. Aber es ist wirklich ganz toll. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein schöner Fluss ist. Es ist wirklich was ganz Tolles. So, da habe ich wieder ganz eine schöne Etappe. Sehr romantisch hier. Durch dieses Wäldchen da. Fluss entlang. Ein schöner Naturraum. Da hat man wirklich das Gefühl, dass sich die Vögel sehr wohl fühlen. Auch andere Lebewesen natürlich. Wirklich ganz schöner Naturraum da. Mit einem großen Nassgebiet da. Sumpf. Schilf bewachsen. Sträucher. Da habe ich eine doch große Wand von mir. Ganz, ganz wunderschön. Wow, diese Felsen. Oh, das ist schön. Das ist jetzt wirklich ganz was Schönes da. Fels oben das Wasser spiegelt. Dort geht der Weg in einen Tunnel rein. Das ist ein ganz schönes Fleckchen Erde. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass man da unterhalb von einer Stadt ist. Das ist die Großstadt Freiburg. Oh, ist es schön da. Da ist jetzt ein schönes Plätzchen. Dem See da. So. Und jetzt steigen wir hier hoch. Ziemlich die Treppe hoch. Ich hoffe, dass da nur nichts runterkommt.
bin gespannt, wie lang dieser Tunnel da ist. Das ist nicht so ein langer Tunnel. Da schießt ein Felseinschnitt. Bin schon gespannt, wie es auf der anderen Seite wieder aussieht. Da ist der Eingang. Und da, oh, da geht doch jetzt wieder ziemlich hoch. In Serpentinen, wie bei einem Pass. Ich glaube, ich muss mein Tempo ein bisschen drosseln. Das ist ein bisschen falsch eingeschätzt da. Eine Steigung. Das ist sehr schön. Ich genieße es da hier wirklich. So, und jetzt bin ich schon wieder oben. Da gehe ich nicht unter in der Sackgasse. Du meinst, ich sei hier oben. Also es geht noch weit hoch. So, da sieht man wieder runter ins Tal, wo ich jetzt am Absteigen bin, zum Stausee. Staumauer runter. Es ist auch hier zum Teil noch ein wenig gefroren. Eis auf dem Weg. Aber am Berghang entlang ist es jetzt am meisten Orten frei. Und so komme ich doch recht gut da runter. So schön die Natur da. Und wie gesagt, oberhalb ist Freiburg, die Stadt. Dass du überhaupt das Gefühl nicht, dass du hier unterhalb von einer Stadt wärst. Es ist alles hier ja, wirklich Natur. Schaut euch das an, wie das schön ist hier oben. Das ist so was Fantastisches da. Also ich bin fast sprachlos. Es ist wirklich eine grandiose Landschaft da. Ein Tierparadies. Ich kann es nicht anders sagen. Oh, da hier unten geht schon wieder in einen Tunnel. Oh, ist das einfach herrlich da hier. So, ich habe die Kraftwerkanlage erreicht. Bin jetzt unten wieder im Tal und werde jetzt die Staumauer überqueren. So, noch ein wenig runter.
wird wirklich die unterste Stufe erreicht. Ganz schön. Da ist nicht so tief, nicht so weit runter. Und das ist jetzt der unterste Teil da vom See. So, da vorne sieht man die ersten Hochhäuser von Freiburg. Das ist eine doch große Anlage. Ich habe das nicht gedacht, wie so groß ist. Da werden wahrscheinlich auch noch Zusatzbäche reingeleitet, so wie es dort unten aussieht. Da haben wir den See. Ich habe heute Morgen ja gesagt, dass ich heute bei drei Klöster vorbeikomme. Da hier vorne ist das zweite. Es ist heute ist wirklich ein fantastischer Tag. Das Wetter, alles ist so schön. In der Schweiz ja sehr auch bekannt da mit den Wasserkraftwerken. Wir haben viele Berge, viele durch das sehr viele Täler, viele Flüsse. Und da ist es natürlich ganz schön und praktisch, dieses Wasser da zu stauen und Strom draus zu machen. Oh, schaut mal, diese steile Straße, da muss ich auch. Wow. Vom Kloster da sehe ich überhaupt nichts. Es ist hinter dieser hohen Mauer schön abgeschreckt. So, jetzt muss ich aufhören da mit drehen. Das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz steiler Weg da. So, jetzt bin ich da auch langsam oben. Sieht sich zwar noch hier Blick auf die Stadt mit den Stadttürmen, sind sehr viele Türme da, wo Freiburg hat. Die Altstadt, da hinten die Bäuerbrücke. Da oben ist auch ein Stadttor, da komme ich jetzt dann vorbei. So, von da hier unten komme ich. Das ganze Tal entlang gelaufen, marschiert. Die Staumauer. Und da hinten die Stadt Freiburg. Da unten das dritte Kloster. Das untere konnte ich nicht filmen. Da so hohe Mauern waren, auch um die Kloster herum, dass ich nichts davon sah. Dann da hier, ah, da drüben ist noch die Berg, so eine Drahtseilbahn, die von der Unterstadt in die Oberstadt führt. Dann da das Münster mit dem unvollendeten Turm, hinten die Breuerbrücke. Und dann hier die anderen Stadttürme. So, oben auch noch. Ist auch noch ein Stadtturm. Die Stadtmauer soll übrigens eine von den längsten sein hier in der Schweiz, die noch erhalten ist. Und hinter dem Münster sieht man den Chasseral. Das ist der Berg mit dem Schnee oben. So,
So, da oben sieht man einen von den Stadttürmen. Da war also ringsherum die Stadt befestigt. Die Unterstadt, hinten die Bäuerbrücke, dann die Oberaltstadt mit dem Münster, dort oben geht es, soviel ich weiß, ins Universitätsgebiet. Ich muss wieder ein wenig aufpassen, da ist sehr viel Eis. Die ganze Stadt. Da unten ist das Kloster. Da ist so eine Art Tempel. Übrigens, da unten komme ich dann durch über diese Holzbrücke da. Da hier nochmal einen Blick auf die Stadt. Da drüben sieht man schon den nächsten Turm von der Stadtbefestigung. Ist also wirklich sehr gut befestigt gewesen. Es war wahrscheinlich fast ein Durchdringen unmöglich. So, da hier haben wir auch wieder eine imposante Brücke. Und da hier unter wieder ziemlich Eis. Uah, ich muss da ein bisschen auf die andere Seite. Seht ihr, in der Mitte ist Eis und da daneben ziemlich steil. Ehrlich gesagt nicht umfallen. Glück ist es da nicht so rutschig daneben, noch nicht so aufgeweicht. So geht es doch jetzt gut. Es ist halt, wenn man den Wintermonaten wandern geht, muss man mit solchen Partien rechnen. Drüben ist schon wieder ein Stadttor, ein Turm, ein Wachturm und da hier oben die Brücke. So, jetzt habe ich es dann schon fast geschafft. Drüben wieder ein Wehrturm und jetzt muss ich noch da hier runter. Da oben ist wieder die große Brücke. Ja, diese Felspartie muss ich jetzt noch überqueren. Und hier unten ist es sehr auch schön, ganz spannend, der Durchgang. Ich bin da schon vor, ja, sind das jetzt 2 Jahren, nicht einmal runter. Und eine interessante Felspartie. Weg
wirklich in den Fels reingehauen worden ist. Ist da ein großes Schattenloch. Ganz interessant gemacht. Da unten mag man noch die Stadtbefestigung auch kennen und da oben die große Brücke. Auch ganz interessant hier. Fels mit dem Loch. Und dort hinten oben waren wir vorher gerade. Da unten muss es am Morgen ja, kalt sein, wenn es immer noch Schnee hat. Und alte Häuser. Felsformationen da drüben. Stadt von Freiburg. Sehr romantisch da. Platz. Dort oben waren wir vorher. Da geht's jetzt ganz steil nach oben.
Kabel gebaute Stadt. Boah, es geht da ganz steil hoch nach oben. Diese Leute, die das jeden Tag da machen müssen, die sind natürlich gut trainiert. Da ein Blick nach unten. Es erstaunt mich, dass die Zähringer früher diese Stadt so weit ins Tal runtergebaut haben. So, hier ist jetzt doch ziemlich wenig steil als unten. Die Altstadthäuser. Zwischendurch sieht man Anton von Münzer. So, da sieht man das Rathaus von Freiburg. Sommer mit Blumen geschmückt. So, in den Blick aufs Münster Rathaus. Da die Türme, Brücken, Täler, da drüben auch ein Wachturm, dann das Kloster, dort wo ich gegangen bin. So, noch einmal ein Überblick, das ganze Gebiet, da unten ist das Seitenkloster, das wir nicht besuchen konnten. Alles sehr stark abgeriegelt. Hierher noch Berge im Hintergrund, Stadtmauer, Brücken und da das Münster. So, da haben wir den Bahnhof von Freiburg.